Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo, wir gehen jetzt da rein. Ja. Luftschleusenzyklus eingeleitet. Bitte warten. Leite Dekontaminierungssequenz ein. Mhm. Ah. Ja. Dekontaminierung abgeschlossen. Sie können passieren. So. Der Beryllium-Beschleuniger sollte in einem Sockel irgendwo oben im Reaktor stecken. Okay. Das ist, glaube ich, da. Beryllium-Beschleuniger. Den nehmen wir mit. Sicherheitsalarm. Sicherheitsalarm. Reaktorkammer. Notabsperrung eingeleitet. Hör auf, ich wurde raus. Draußen ist was. Bitte warten. Ah, ja. Viel besser. So, und jetzt? Gehen wir weiter. Wir haben noch jede Menge Gebäude vor uns. Aha. Kuckuck. Aha, da mal ein Schlüssel. Na, brich ab, hast du recht. Na nü. Ach, komm schon. Da wäre es jetzt gegangen, echt? Fast. Na? Jawohl. Cool. Her mit dem Klumpert. Was haben wir denn da? Hecken, Hecken, Hecken. Mhm. Hecken, Hecken. Ah, jo, jo, jo. Wieder falsch. Ja. Jawohl. Alter, Intramail der Forschungsabteilung vom 30.07.77 an Reaktorteam von Kendridge, Forschungsleiter. Heute betreten wir Neuland. Ah, das hatten wir schon. Ah, das ist dasselbe. Oh, warte, Safe-Steuerung? Was war noch? Protektron-Steuerung. Einheit abschalten. Bitte vergewissern Sie sich, dass die Auflösung frei ist. Haut nicht hin, Fehler. Ach, leg mich doch am Buckel. Wo redet denn der? Ja. Ich sehe das nicht. Wah, Eta! Entschuldigung, meine Gute. Au, was hat denn der Depp? Ja? Des Ghoul-Töters Kampflinte verursacht 50% mehr Schaden gegen Ghule. Ah ja. Oh, da hätten wir gar nicht mal so wenig Munition. Eine Schrott wäre das. Okay. So, dankeschön. Gnädige Frau, sind wir hier jetzt fertig? Proktor. Unglaublich, dass dieser Turm noch steht. Hoffentlich bleibt das auch so, bis wir wieder weg sind. So, was ist da jetzt? Nochmal dasselbe, ne? So, können wir jetzt von hier abhauen oder immer noch nicht? Da ist noch jemand, gell? Aha. Die Frage ist nur, wie komme ich zu dem hin?
Jo. So, da raus nochmal, ne? Au! Du Klumpert. Treff ich heute noch was? Geht ja. Absperrung beendet. Passt. Das heißt, wir können abhauen. Wie schön. Diesmal bleibe ich weiter vorn stehen. Ich wollte weiter vorn stehen bleiben. Das Institut hat offenbar Verstärkung geschickt. Ich helfe dabei, sie abzuwehren. Schaff du den Beschleuniger hier raus. Toll. Toll. Au. Hallo. Schlägt mich der Wert, tatsächlich. Hallo, spinnst du? Kannst mich doch nicht schlagen. Au! Ah, die Edda kommt auch mal. Die Edda! Oh, der Schien. So, haben wir das gemacht? Dann ist gut, ne? Dann würde ich sagen, wir hauen ab. Ich loot jetzt gar nicht alles. So, wir hauen ab und bringen das zu dem Chef und so, ne? Kehr zum Flughafen Boston zurück. Jo. Flughafen Boston, da. Bitte, ja. Sehr gut. Wow, Level Up haben wir auch gleich. Du, das zahlt sich aber aus hier, ne? Ja. Ja, das mit Schnellreisepunkt wissen wir ja. Das wissen wir schon seit längerem. Genau. Jawohl, mit der Gnädigen nochmal sprechen. Ist sie wieder da? Nö. Diesmal ist sie da oben. Hallöchen. Ich konnte verhindern, dass das Institut den Beryllium-Beschleuniger in die Hände bekommt. Freut mich, dass es dir gut geht. Mass Fusion. Nach Wien. Das war's hoffentlich. Danke für deine Hilfe. Du freust dich über den Beschleuniger. Wie ist es bei Mass Fusion ausgegangen? Dank deiner Hilfe konnten unsere Truppen das Gebäude einnehmen. Die Synths haben kaum Widerstand geleistet. Wir haben dort eine Garnison eingerichtet. Dadurch bleibt der Ort die nächste Zeit überwacht. Wie dem auch sei, wir sollten nicht herumstehen und plaudern. Auf uns beide wartet eine Menge Arbeit. In der Zwischenzeit verstaue ich den Beschleuniger auf der Pridwin. Dort ist es sicher. Es ist sicher gefährlich. Entschuldigung, es ist sicher ungefährlich. Hier bitte. Klingt gut. Verliere es nicht. Ist das wirklich sicher? Bist du dir sicher, dass er dort oben gut aufgehoben ist? Wenn das Institut es mit der Pridwin aufnehmen könnte, hätte es das längst getan. Außerdem sind die, glaube ich, schlau genug, nicht in ein Wespennest zu stechen. Weißt du,
Ich bin mir nicht sicher, wozu das Institut das Ding braucht. Aber ich bin froh, dass wir es nun haben. Und jetzt an die Arbeit. Wir haben beide eine Menge zu tun. Kriegsbeute abgeschlossen. Level Up geht sich noch nicht ganz aus. Passt. Ich denke, das wird deshalb fehlgeschlagen sein. Level Up. Yeah. Wupp, 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 wupp. Level Up erreicht. Super. Sehr, sehr gut. So. Nächste Quest. Vor dem Zaun. Ja, du willst ja nicht haben, irgendwie. Gnädigste. Proctor, warte mal. Ich habe ein Holoband mit einem vollständigen Scan des Institutsnetzwerks gefunden. Danke. Weißt du, es ist schön, dich gesund und munter wiederzusehen. Ich war nicht ganz sicher, was der Fänger mit dir anstellen wird. Überrascht, dass ich noch lebe. Sarkastisch, selbstsicher. Kein Smalltalk. Boah, überrascht, dass ich noch lebe. Erwartet, dass ich das überlebe. Ein Gerät wie der Signalfänger geht weit über meinen Horizont hinaus. Ich hatte gehofft, dass du es schaffst, aber es fällt mir schwer, auf Technologie zu vertrauen, die ich nicht verstehe. Wo wir gerade von Technologie sprechen, die ich nicht verstehe. Ich bringe das Holoband zu Proctor Quinlan. Ich bin so gespannt, was da drauf ist. Mhm. Was willst du finden? Sarkastisch. Eine Schwäche offenbaren, im Dunkeln stochern. Was erhoffst du zu finden? Was hoffst du darauf zu finden? Was immer das Institut geheim halten möchte. Bevor wir jetzt voreilige Schlüsse ziehen, sollten wir abwarten, was Quinlans Gelehrte herausfinden können. Ich bin sicher, dass das Institut seine gesamten Daten stark verschlüsselt. Es wird also eine Weile dauern, den Code zu knacken. Danach werden wir sehen, was wir hier haben. Wer weiß, was wir da von ihrem Hauptrechner geholt haben. In der Zwischenzeit habe ich eine andere Aufgabe für dich. Ich wette, du bist ganz wild drauf, dir die Hände bei unserem neuen Projekt schmutzig zu machen. Wie viel hat dir Maxon darüber erzählt? Projekt Geheimhaltung. Das ist nicht wichtig. Wird den Krieg gewinnen? Nichts. Projekt Geheimhaltung. Wir stecken alle verfügbaren Mittel in das Ding. Und wir können nicht riskieren, dass das Institut davon erfährt. Im Moment ist es besser, dass so wenig Leute wie möglich davon wissen. Komm, hier lang. Sofern du nicht blind wie ein Maul bist, ist dir sicher schon aufgefallen, dass wir auf dem Wolf ein Gerüst errichtet haben. Maxon und Kells haben noch etwas gesucht, das uns einen Vorteil verschafft, wenn wir gegen das Institut antreten. Quinlan ist zwar ein mächtiges Ding, aber sie ist kein Schlachtschiff. Und da kommt unser neues Projekt ins Spiel. Ein Schlachtschiff. Echt jetzt? Die bauen ein Schlachtschiff? Oder sowas in der Art? Vielleicht eine Riesenkanone für das Schiff. Alter, ich muss mich mal kurz umsetzen. Auf dem Sessel. Überreste von Liberty Prime. Die Bruderschaft hat ihn im Ödland der Hauptstadt als Waffe gegen die Enklave eingesetzt. Er ist der fortschrittlichste Roboter, der die Bruderschaft je zur Verfügung stand. Leider wurde Liberty Prime im Dienst zerstört. Ich habe den Großteil der letzten Jahre damit verbracht, ihn wieder zusammenzusetzen. Und wenn du denkst, das wäre einfach, dann versuch mal einen Protektron mit verbundenen Augen zu bauen. Um Liberty Prime voll einsatzfähig zu bekommen, brauchen wir deine Hilfe. Das ist gerade so cool. Wird das jetzt ein Transformer? Ha! Meine Hilfe? Wir brauchen ein Wunder. Kein Problem, Zeitverschwendung. Meine Hilfe? Ich habe absolut keine Ahnung von Roboterreparaturen. Warum überlassen wir das Reparieren nicht meinen Gelehrten? Du bist für die Laufarbeit zuständig. Okay. War klar. Die gute Nachricht ist, dass wir die meisten Teile von Prime bereits zusammengesetzt haben. Die schlechte Nachricht ist, dass es mehr als ein paar Nieten und etwas Schweißarbeiten brauchen wird, um ihn wieder zum Laufen zu bekommen. Das erste Problem ist die CPU. Sie ist sehr instabil und jedes Mal, wenn wir sie an den Stromkreis anschließen, haut es sie raus. Stromprobleme? Du kannst das reparieren. Es muss einen Weg geben. Das klingt nicht schwer. Stromprobleme? Warum hat der Strom die CPU raus? Liberty Prime hat ein hochkomplexes Energiesystem. Ein Großteil dieses Systems wurde beschädigt, als er explodiert ist. Ich arbeite also praktisch blind und muss selbst Bauteile entwickeln. Zum Glück konntest du Dr. Madison Lee überzeugen, zur Bruderschaft zurückzukommen. Sie gehörte zu dem Team, das Liberty Prime vor gut einem Jahrzehnt entwickelt hat. Ich habe schon mit ihr gesprochen, aber aus irgendeinem Grund möchte sie ungern an Prime arbeiten. Wenn du sie dazu bringen könntest, hier runterzukommen und uns zu helfen, kriegen wir den großen Kerl vielleicht in Gang.
Alles klar. Laufarbeit. Meine Lieblingsarbeit. So, dann porten wir uns, ne? Auf das Schiffchen. Dort müsst ihr nochmal oben sein, ne? Die Gute. Hallöchen, ihr Lieben. So, meine Kumpels. Servus. Ja, ja. Sehr interessant. Auf jeden Fall. Das könnten wir mal bei einem Café besprechen. Und ich gehe immer runter, ne? Da werden wir wohl unsere Überredungskünste einsetzen dürfen. Hohohoho. Achtung! Truppführer Delta auf der Brücke melden. Truppführer Delta auf die Brücke. Gerade oder unter uns? Wo ist die Gute? Wenn du einen Moment hättest. Aha. Was? Wollte jemand was reden? Strahlung hat eine echt kranke Symphorie. Dan! Dan's! Hast du was? Wolltest du was reden? Bereit, unsere Mission fortzusetzen, Soldat? Wie geht's dir? Hängt davon ab. Wie fühlst du dich? Die Systeme meiner Power-Rüstung funktionieren innerhalb normaler Parameter. Also bin ich bereit. Sag Bescheid, dann können wir mit der Mission beginnen. Nicht jetzt. Kein Problem. Gib Bescheid, wenn du soweit bist. Welche Mission? Er will einfach nur mit, ne? Statt Edda. Kommt gar nicht in Frage. Wenn du hier Servus. Bist, um mich zur Mitarbeit an Liberty Prime zu überreden, dann vergiss ja. es. Woher weißt du das immer? Deine Meinung geändert? Sarkastisch. Du hast deine Hilfe versprochen. Wir hatten eine Abmachung. Was ist los hast mit dir? Hast du es dir anders überlegt? Ich habe es mir nicht anders überlegt. Ich habe dir versprochen, dass ich zur Bruderschaft zurückkehre. Und das Versprechen habe ich gehalten. Toll. Muss ich dich erinnern? Muss ich dich wirklich daran erinnern, wieso du mir dieses Versprechen gegeben hast? Nein, das ist nicht nötig. Sag Proctor Ingram, sie soll ihre Gelehrten bereithalten. Es wird eine Menge Arbeit sein, Liberty Prime wieder funktionstüchtig zu bekommen. Aber wir werden es schaffen. Das war jetzt total einfach. Dance hat das geliebt. Freut mich. Ich sollte hier wirklich mal meine Rüstung anpassen lassen. Ja, so ein schickes Blau wird dir gut stehen. Schnucki-Putzi. So, wir hauen wieder ab. Und tschüss. Und beim nächsten Düdel raus. Servus. Ich will raus hier. So. Ich schätze mal dann wieder runter, ne? Das ist ja typisch Laufarbeit. Zum Glück kann man schnell reisen. Ja. Jetzt nicht. Achso, ich hätte gleich in die Ruine gehen können, ne? Ich Idiot. Stimmt. Stimmt. Beim nächsten Mal. Wenn ich es nicht vergesse. So. Ach ja. Dab. Ich höre dir gerade nicht zu, tut mir leid. So. Hä? Wo ist jetzt der Roboter hin? Da oben steht sie. Oh! Es ist echt ein Transformer. Alter, schau mal! Willst du auch so groß werden? Ja, willst du auch so groß werden? Ha? Ja, ich glaube schon. Dann kommen wir definitiv in keinen Dungeon mehr rein mit ihr. Ja, das ist doch mal ein guter Start. Oder nicht, Doktor? Das hoffe ich. Primes Speicherkern hat beträchtlichen Schaden genommen. Ich wünschte, deine Leute wären etwas vorsichtiger gewesen, Proctor. Die gute Neuigkeit ist, dass ich den Schaden reparieren kann. Es sollte also möglich sein, die CPU mit Energie zu versorgen, ohne dass sie sich überlädt. Natürlich nur, wenn mir deine Leute nicht ständig im Weg stehen. Sie ist äußerst lebenswürdig, nicht wahr? Ja.
War das ein Fehler? Später wiederkommen, tut mir leid. Ihr Manieren beibringen. War das ein Fehler, Sie um Hilfe zu bitten? Nein, keine Sorge. Wir mögen uns vielleicht nicht besonders, aber wir bekommen das hier schon hin. Außerdem ist Dr. Lee den ganzen Ärger wert. Sie hat am ursprünglichen Design von Prime mitgearbeitet. Besser hätten wir es nicht treffen können. Es läuft wirklich gut. Daher sind wir jetzt sogar schon so weit, dass du seine elektromagnetischen Aktuatoren bauen kannst. Elektro, bitte was? Diese Aktuatoren. Ist eigentlich ganz einfach. Die Aktuatoren ermöglichen es, dass Liberty Prime seine Arme und Beine bewegen kann. Primes neue Gliedmaßen sind viel zu schwer für die einfachen Hydraulikkolben, die er vorher hatte. Wir müssen die Kolben rausholen und ein neues System mit Elektromagneten in seinen Gliedmaßen einbauen. Und dafür sollst du uns die Aktuatoren bauen. So, jetzt weißt du, wozu die Aktuatoren dienen, aber du musst noch wissen, wie du sie herstellst. Das sind die Pläne und die Materialliste. Verlier sie nicht. Und bevor du dich aufregst, weil es so viel ist, den Großteil der Materialien haben wir hier im Flughafen. Das Einzige, das du für uns finden musst, ist ein Hochleistungsmagnet. Laut Proctor Quinlan findest du den am ehesten in einem der alten Krankenhäuser im Commonwealth. Wir haben schon ein paar Teams losgeschickt, um die anderen Hochleistungsmagneten zu finden, die du brauchst. Sie sollten zurück sein, wenn du wieder hier bist. Wir brauchen je einen Aktuator für jede der Gliedmaßen. Du musst also insgesamt 4 Stück bauen. Viel Glück. Dankeschön. Das war wieder so klar hier, ne? Was tut man nicht alles für Optimus Prime? Ich meine für den Robby, ne? Wie niedlich. Schon das süß. Ja. Also, wo müssen wir hin? Cool, das haben wir sogar schon erforscht. Also erforscht, da drüben. Jawohl. So. Lade. Boah, das ist ganz schön viel, ne? Für die Bruderschaft und so. Da steht ganz schön viel Arbeit dann dahinter, ne? Baum, 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 baum. Feine Geschichte. Wenn es irgendwann mal ein Fallout 5 geben sollte. Wenn es irgendwann mal. Komm, mach Explosionen. Ja! Jetzt mal kaputt, der ist nicht hin. Ein legendärer, deshalb fällt schon was aus. So, jetzt ist er hin. Bei 110 Punkte? Das ist aber nicht schlecht, Herrst. Stimmt, Level ab, ne? Ja, ich gebe mir Mühe. Ich bin wahrscheinlich wieder voll, ne? Gleich. Glück, Revolutionärsschwert. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für die kritische Treffer füllt sich 15% schneller. Ach so, okay. Okay, da waren wir echt schon mal drin, oder? Ich würde sagen, rein, raus und fertig ist die Geschichte. Bam, bam, bam. So, das sind sicher wieder. Sind hier Supermutanten, die erschossen werden wollen? Ja, freilich. Sicher. Was war denn das jetzt gerade? Warum ist der explodiert? Ich weiß es nicht. Aber ja, kaputt. Der ist gerade kaputt gegangen. Ist das jetzt ober uns? Also ich meine das Dell zum Suchen oder unter? Halb. Ah, da! Alter, was machst denn du da? Aber na! Wo ist noch jemand? Au!
du Gratler. Ich sehe Menschen. So, den nehmen wir auch mit. Jo, Oberschenkelknochen, sehr schön. Jo, wo müssen wir hin? Darüber? Da rein? Hallo? Au! Doch! Ach, es geht. Es ist nur ein kleiner Kratzer. Ist nicht so schlimm, liebe Edda. Alles gut. Hm. Nachspeise. Oh, Nachspeise. Nein, ich will Nachspeise haben. Du Gratler. So, das ist wieder so ein tolles System. Was? Hundi! Ja, wo kommst denn du her? Jo. Hm. Muss ich das alles mitnehmen? Normal nicht, oder? Brauchen wir nicht, oder? Hat er gerade Menschensau zu mir gesagt? Na, warte. Dir werde ich den Hosenboden langziehen. Ist das ein Aufzug? Ja. Hoch. Na, warte. Wasch, Alter. Wie unhöflich. Na nu, geht nichts drauf. No. Hm. Dann halt die Stiege. Na, wo sind sie denn? Ich habe hier keine Angst, du Gratler. Okay, da geht nichts. Ja, wo sind sie denn jetzt? Hallo? Ich bin doch kein Hund, du Idiot. Alter. Leicht verwinkelt das Ganze, ne? Oh, was haben wir denn da? So, machen wir mal da. Hier. Das, das. Ach, komm schon. Da. Cool. Das. Yeah, cool. Sicherheitstürsteuerung. Jo. Bitte Türe öffnen. Das wäre sehr nett. Dankeschön. Du da sein. Du da sein. Nicht verstecken. Du da sein, ich verstecken. Aha. Ganz toll. Diese Supermutanten. Unfassbar. Eine Haarbürste. Na, doch nicht. Hat so ausgeschaut. Ist nur ein dreckiger Fleck gewesen. Ach, jo, 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 jo. Na komm. Oh, er ist gestolpert. Ups. Jo, geht. Ich lasse den Rest mal liegen. Ups. Au! Ist auch irgendwie unfair, ne? Supermutanten sind hauptsächlich Männer. Ne? Männlicher Natur. Ist irgendwie voll unfair, oder? Also die Damen sind wahrscheinlich dann allesamt, oder die meisten halt Ghule, ne? Das ist halt schon zu gehen, oder wie? Wow. So, wo ist denn jetzt der Dreck? Questmäßig müsste hier passen, ne? Das ist keine zweite. Nö.
Der Hochleistungsmagnet. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie richtig bin. Ja, freilich falle ich runter. Ist ganz logisch. Da drüben vielleicht? Hier? Ei! Das könnte schon was werden. Das könnte schon passen hier. So, wieder aufsperren. Jo, brich ab. Hast vollkommen recht. Glumpat. Mann, ey. Na bitte. Das wär's. Jo, Hundi. Passt. Fertig. Ha. Erledigt. War nicht noch jemand? Schwere Supermutantenrüstung. Ich weiß nicht so recht, ob ich die nehmen soll. Und da ist das. Da ist er. Geht ja. 0 von 4. Tja. Ah, ich weiß schon, da war ein Siedler, glaube ich, ne? Da war, glaube ich, ein Siedler, den wir mal befreit haben, glaube ich. Der wurde entführt, ne? Erinnere ich mich da richtig? Ich hoffe. Gut, dann sind wir da auch schon fertig, ne? Dann können wir abhauen. Dann können wir abhauen. So. Hüpf, hüpf, Wurmstar. Dab, 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 und raus hier. Sehr, sehr gut. Dann bauen wir unseren Optimus Prime, Liberty Prime, fertig. Ne? Oder weiter, sagen wir so. Fertig wird er noch nicht sein, tun wir mal weiterbauen. So, lala. Dann würde ich sagen, wieder hier hin. Warte. Bin ich jetzt richtig? Ja, die Ruinen. Sehr brav. Aber ich glaube, da wäre das Flughafen besser gewesen, ne? Ist ja wurscht, brauchen wir gerade rauslaufen, ist auch okay. So. Ja, ja. Lülülü. So. Leute, sind wir davon draußen? Hä? Echt jetzt? Das ist ja blöd. Das ist blöd. Dann doch lieber Flughafen. Da bin ich ja verkehrt, oder? Ey, da, lass mich raus. Geht, okay, das ist ein Topfen, ey. Da bin ich genau hinten, wo man mit dem einen Kerl da unten die Gule und so, ne? Der die Gule gefüttert hat. Gut, das war ein Blödsinn. Dann wäre es besser, zum Flughafen zu porten. So, da gehe ich jetzt sicher nicht zu Fuß, weil das dauert ewig. Da sind wir mit dem Hinporten, mit dem Schnellreisen quasi eben schneller. Ja. Steckt ja schon im Wort drinnen, schnell reisen, ne? Schnell, ja. So. Dann halt lieber so. Ganz offen? Was? Ich stimme Vater nicht zu, akzeptiere aber die Entscheidung. Hä? Bei wem muss ich das jetzt abgeben? Also ich muss es bauen, nicht Idiot. So, das heißt, die anderen vier Teile müssten hier sein. Wo ist jetzt das Bauding? Ah, innen drin. Meine Güte. Wie komme ich da jetzt hin? Ach so, da ist die Werkstatt. Okay. So ist das gemeint. Okay. Jawohl. Okay, okay, okay. So. Nein? Hä? Ach, jetzt komm. Jetzt muss ich den Dreck auch noch suchen. Bitte lass das eine Tür sein, wo ich rein darf. Nein.
Kommt man da jetzt noch mit? Jetzt kann ich den Dreck suchen gehen. Da ist er. Großartig. Dann bauen wir mal das Zeug, ne? Spezial. Ich glaube, das wird da dabei sein. Elektromagnetischer Akkulator. Ich denke, das wird das sein, ne? Also, einmal. Na nü. Warum klappt das nicht? Ich habe ja alles. Ach so. Natürlich. Und jetzt? Die mitnehmen, oder was? Ich lasse die einfach liegen, vielleicht verschwinden sie dann. Toll, dann hätte ich gleich von Anfang an... Ich habe nicht gewusst... Ja. Ich habe nicht gewusst, dass das hier auch so eine Art Siedlung ist, ne? Dann hätte ich es gleich vor ihrer Nase bauen können, aber ich muss es nicht wieder zu herbringen. Ja. Servus. Es wären alle vier Aktuatoren. Baut und bereit. Gute Arbeit. Genau zur rechten Zeit. Ich habe die Arbeit an den grundlegenden. Hey, wo willst du hin? Wir sind fast Entschuldigung. Mit Prime. Proctor Ingram. Es wären alle vier Aktuatoren. Baut und bereit. Gute Arbeit. Mhm. Genau zur rechten Zeit. Ich habe die Arbeit an den grundlegenden Systemen beendet und Prime ist startklar. Es wird sogar langsam schwierig, dem System zu erklären, weshalb es sich nicht bewegen kann. Sobald meine Gelehrten die Aktuatoren eingebaut haben, können wir die Arme und Beine anbringen. Was mich zu deiner nächsten Aufgabe bringt. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Prime sprechen und sich bewegen kann. Aber es fehlt noch ein wichtiges Element. Seine Atomwaffen. Ohne sie sind seine Offensivfähigkeiten nicht vollständig. Primes Waffen? Sarkastisch. Kein Problem. Das ist unmöglich. Primes Waffen? Wo steht Primes Bewaffnung? Prime hat zwei Waffensysteme. Seinen Augenlaser und seinen Atomwaffenrucksack. Der Augenlaser kann feindliche Ziele über mehrere hundert Meter hinweg treffen und ausschalten. Seine Atomwaffen waren angepasste Mark 28 Atombomben. Die haben sie während des Kriegs mit Flugzeugen abgeworfen. Eine dieser Bomben hat die Sprengkraft von drei oder vier fetten Granaten. Kurz gesagt, was immer davon getroffen wird, steht nicht wieder auf. Sein Augenlaser ist fast einsatzbereit, aber ohne Atomwaffen für seinen Rucksack halbiert sich seine Kampfkraft. Aha. Na dann, null Problemo. Sollte kein Problem sein. Sag mir einfach, wo sie sind. Ich wünschte, ich könnte. Primes Bombenrucksack ist auf Mark 28 Atombomben ausgelegt. Das sind die Bomben, die während des Großen Kriegs aus Flugzeugen abgeworfen wurden. Im Commonwealth befanden sich mehrere Basen der Luftwaffe. Daher waren wir davon ausgegangen, dass wir problemlos genug Bomben finden würden. Aber seit unserer Ankunft haben unsere Späherteams nicht eine Bombe gefunden. Das wird ein Problem sein. Ohne Atomwaffenrucksack wird Prime nicht die nötige Feuerkraft haben, um gegen das Institut zu bestehen. Atomwaffen bauen? Sarkastisch zustimmen. Widersprechen. Vielleicht können wir welche bauen. Atomwaffen nicht bauen, genau wie die Aktuatoren. Ich könnte dir tausende von Hülsen bauen, aber wir haben nichts, um sie zu befüllen. Die Mark 28 haben einen speziellen Sprengkopf, für den eine bestimmte Mischung von spaltbaren Materialien erforderlich ist, damit er funktioniert. Anders gesagt, ich würde dir liebend gern einen Cocktail mixen, aber ich habe keinen Alkohol mehr. Bevor du aber jetzt die Hoffnung aufgibst, eine Möglichkeit gibt es. Proctor Quinlan hat Aufzeichnungen entdeckt, in denen von einer Militärbasis die Rede ist, in der Atomwaffen gelagert wurden. Wir sind relativ sicher, dass da auch ein paar Mark 28 dabei waren. Das Problem ist nur, dass sich die Basis irgendwo im leuchtenden Meer befindet. Toll. War so klar. Relativ sicher. Unsere einzige Möglichkeit. Ich mache mich auf den Weg. Nicht schon wieder. Na dann, ich mache mich auf den Weg. Auf den Weg. Gut. Genau das war auch unser Plan.
Gelehrte Halen hat einen Kommunikationspunkt am Rand des leuchtenden Meers eingerichtet. Ich schlage vor, dass du dich zuerst zu ihr begibst, um ein Meldungsprotokoll zu vereinbaren, damit die Atomwaffen per Lufttransport abgeholt werden können, wenn du sie gefunden hast. Bis du zurück bist, haben wir die Arbeit am Prime hoffentlich beendet und du kannst ihm Hallo sagen. Viel Glück. Boah, das wäre so cool. Das wäre echt cool. Na gut, aber das machen wir erst im nächsten Part. Eine bedeutende Verpflichtung ein. Hoffentlich verstehst du das. Ja, dann werden wir mit der Guten im nächsten Part sprechen. Die Edda ist auch ganz aufgeregt. Ha, vielleicht verliebt sie sich ja in den... Was? Nein, Entschuldigung. Lancer so. Captain ist einer der besten Offiziere, unter denen ich je dienen durfte. Jojo, das mag schon sein. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Mit dem schönen Sternenhimmel hier verabschiede ich mich von euch. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche ich einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!